Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Und ihr wisst ja, ich bin viel unterwegs und das kann man unterwegs nicht genug haben. Akkupower, Strom und so weiter. Fürs Smartphone, fürs iPad, fürs iPhone. Und ich habe zwar einige Powerbanks am Laufen, aber es gab gerade ein wunderbares, schönes, nettes Angebot von der Firma OK. Und ein 20.000 mAh Powerbank und die habe ich kaufen müssen, weil ich habe zwar schon einige, aber sie war in weiß und ich fand, in weiß habe ich noch nie eine Powerbank gehabt und ich will euch das mal zeigen. Sie hat zwei Anschlüsse und zwar die klassischen USB-Anschlüsse. Ich habe auch welche Powerbanks von OK mit USB-C-Anschlüsse, aber jetzt habe ich mal nur welche für das iPhone und das iPad, weil ich das meisten dabei habe. Die USB-C-Rechner habe ich weniger dabei. Also, schauen wir mal, und da sind sie. Guck mal, in weiß, doch gar nicht schlecht. Zack, da ist der weiße. Hol die mal raus, was ist noch drin? Es ist noch dabei. Mal wieder ein Kabel. Und zwar, ja, da ist es hier: Mini auf USB und eine Anleitung, die man nicht braucht. Schauen wir mal rein. Es ist nicht Klarlack, was ich eigentlich erwartet hätte, sondern es ist matt. Und hier vorne ist auch noch so aufgeladen. Ja, hier ist sogar ein bisschen aufgeladen. Sieht man in Blau. Und irgendwie geht auch diese Taschenlampe an. Ah, guck mal. Und eine Taschenlampe ist dran. Wozu ich diese Taschenlampe brauche, weiß ich zwar nicht, aber ja, jetzt habe ich sie da. Also, hier seht ihr das. 20.000 mAh reicht für zwei, drei Ladungen. iPad vom Gewicht her. Es ist schwer, aber naja, dafür hat man es dabei. Das war's gewesen. Danke und ciao.